und können jetzt auf dem Weg zu unserer Mission sein. Duppiduppidu. Alles schön. Mühlenteich. Was ist denn der Mühlenteich? Hier stand einst Bostons erste und langzeit einzige Getreidemühle. Der Besitzer der Mühle hatte den Teich vom Charles River abgetrennt und es blieb nur ein kleiner Bach, der den Teich mit dem Meer verband. Mit den Gezeiten fühlte sich der Bach zweimal täglich und betrieb so die Mühle. Natürlich wurde der Teich durch die Abtrennung zu einem stehenden Gewässer und da er auch sämtliche Abwasser zum Abladen von Müll und toter Tiere verwendet wurde, verschmutzte er mehr und mehr. Er stank förmlich zum Himmel. Um die Jahrhundertwende entschied die Stadt, dass etwas getan werden muss. Anstatt den Damm wieder zu öffnen und den Teich zu säubern, entschied man sich, ihn aufzufüllen und darauf Häuser zu bauen, um ordentlich dran zu verdienen. Und das tat man auch. Das wäre übrigens ein wunderbarer Slogan. Ihr Heim auf altem Abfall, das ist unsere Tradition. Ach, wow. Also das hier ist dieser Mühlenteich. Kid. Und wir wissen ja von diesem Boston Hill Hügel, da hinten wurde ja das genommen zum Abtragen. Hier haben wir ein Klo, wo wir uns darauf auch verstecken können. Ach ja, das Missionsziel, ich weiß nicht, wie weit das entfernt ist. Ich hoffe mal nicht weit. Eigentlich nicht, wir sind da durch die Stadt gelaufen und jetzt nehmen wir halt den Feldweg. Obwohl, das Haus, das steht hier schon so abseitig, da könnte eigentlich fast schon was versteckt sein. Oder? Oder bilde ich mir hier nur wieder was ein? Ist nur eine Axt. Hilfe! Wow! Wow! Ich dachte schon, jetzt komme ich da nie wieder raus. Komisches Haus. Wow. Okay, das Haus scheint wohl sehr verbuggt zu sein. Ich betrete mal das lieber nicht und gehe auch nicht mehr in die Nähe. Hilfe. So, dann gehen wir mal weiter und endlich mal zu unserer Mission da. Wow. Hallo. Was ist euer Begehr? Neuer Rekrut. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Brand. Wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Cobb Hill Artillerie. Cobb Hill ist einer der größten Erhebungen in Boston und der höchste Punkt an Bostons Nordseite. Der Hügel wurde während der Belagerung Bostons befestigt, ohne auch die Rebellen davon abzubringen, selbst eigene Befestigungsanlagen auf der anderen Flussseite des Charleston Town Halbinsel zu errichten. Die Artillerie auf Cobb Hill beschoss die Kontinentalarmee während der Schlacht von Bunker Hill, mehr oder weniger. Es war mehr Ablenkung als Schießen, jedenfalls bei der Breed's Hill Befestigung. Das Artilleriefeuer auf der Stadt Charlestown war schon effektiver. Die dadurch ausgelösten Brände zwangen die Scharfschützen der Kontinentalarmee aus der Stadt und die Stadt selbst wurde zerstört. John Pitcairn. Im Jahr 1754 wurde John Pitcairn ein junger Kapitän im britischen Marine. Korps. Er kämpfte im Siebenjährigen Krieg, aber ich kann nicht viel über den Posten finden, denn Aufzeichnungen nach befand er sich während der Belagerung in Louisburg, das ist in Kanada, auf der HMS Lancaster. Hier steht nichts darüber, ob er auf der amerikanischen Seite der Kolonie stand, aber anscheinend hat er auch verdeckte Arbeit geleistet. Das würde den Mangel an Informationen erklären. Pitcairn wurde 1771 zum Major befördert. Bei seinem Untergebenen war er sehr beliebt und von seinen Feinden wurde er gepriesen. Das ist ein ziemliches Kunststück. Vielleicht hat er ein bezauberndes Lächeln. Diese Taten sind verräterisch. Nennt mir einen Grund, warum ihr euch hier und jetzt töten solltet. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Ich bitte eine Erklärung. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin
nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Hathan! General Braddock. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern auf dem Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles, wir euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Haben wir ihn jetzt oder nicht? Tja, das lief nicht ganz wie erwartet. Komm zu glauben, dass ich ihn als Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Wie ist das Glück will? Für Sie auch. Kommt mit. Was macht ihr jetzt? Master Pitcairn zu Hilfe. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, denkt ihr Braddock... Edward Braddock. Edward Bulldog Braddock war der Majorgeneral, der zu Beginn des Siebenjährigen Krieges an der Spitze der britischen Truppe gestellt wurde. Wahrscheinlich, weil sein Name Bulldog war. Braddock war amtierender Gouverneur von Gibraltar, als er das Kommando für Nordamerika erhielt. Er befehligte 2 regimentäre Soldaten und sollte als Teil eines größeren Angriffes auf die französische Kolonie auf dem Kontinent Fort de Quines von den Franzosen zurückgewonnen. Bekannt unter dem Namen Braddock Expedition. Braddock war als Gouverneur in Gibraltar sehr beliebt, aber die Dinge änderten sich, sobald er Nordamerika erreichte. Er war bekannt dafür, strenge Ordnung unter seinen Truppen zu wahren, aber scheinbar war er darüber hinaus auch sehr brutal. Er erwarb sich den Ruf, aufbrausend und grausam zu sein. Er verachtete nicht britische Soldaten, womit er die koloniale Miliz verprellte. Eine brutale, rassistische Bulldogger, also diese Art Bulldoggen mag ich am wenigsten. 1755 bekam Braddock während einer Schlacht eine Kugel in die Brust. Man munkelt von seinen eigenen Soldaten. Scheint ein Berufsrisiko zu sein, wenn man die Leute um sich herum schlecht behandelt und diese alle eine Waffe tragen. Klingt, als ob die Bulldog eingeschläfert wurde. Okay, ich darf nicht entdeckt werden. So, wir dürfen nicht entdeckt werden. Wo sollen wir als nächstes hin? Vielleicht auf die Marlow. Nein, die Bewohner sind zu zufrieden. Schöne Häuser und beschwertes Leben. Längere Schiffsfriede. Ja, den neuen Ankömmlingen steht das Wasser auf uns zu heiß. Die werden viel eher hier die Gelegenheit erkannt. Au! Werde ich schon von meinen eigenen Verbündeten geschubst. Ihr werdet wahrlich staunen über all die Schätze, die ich auch in meinen Laden finden kann. Au! Mein Gott, ey! Also wir dürfen nicht mehr als 15 Sekunden ihn sozusagen nie in der Kamera haben. Ich glaube, wir haben es geschafft. Diebe und Halunken seid ihr allesamt. Ich spucke auf euch und euren Krieg. Bäh, ein Pferdeapfel. Ihm nach! Die folgen, um Braddocks Patrouille zu überfallen. Okay. Lass den gehen, Edward. Lasst uns gehen. Und John Pitcairn mit uns.
Meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Ich auch nicht. Legt sie alle in Ketten. Glaube ich nicht. So, schön wieder kämpfen. Wo? Ah, verdammt! Der Spitze darf keine Verstärkung rufen. Kann ich irgendwie vom Kontrollpunkt nochmal zurückmachen? Vom letzten Checkpoint laden, bitte. Und den Spitzel, den habe ich gar nicht gesehen. Das war ja unfair. So. Da. Hinterher. So. Geht doch. So. So, ich hoffe, das andere Ding habe ich jetzt auch. Wumm. Die Spitze dürfen keine Verstärkung rufen. Habe ich das jetzt auch geschafft? Ich zügle meine Hand, weil ihr als mein Bruder wart. Oder besser dazu. Doch kurz zu diesem Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen. Ihr seid weiter. Verräter, geht ruhig. Schließt euch diesem Narrenplan an und liegt ihr irgendwann gefahren. Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. Komm, sei jetzt bitte blau. Yes, volle Synchronisation erreicht. Okay. Limit für die Entdeckung habe ich. Kombatank, kein Spitzel, ja. Gut. Wir werden hier nur zur Seite geschoben. Tut mir leid. So. Gehen wir nochmal hier rein. Phew. Er macht die Musik hier. So, dann können wir mal gucken und vielleicht uns ein bisschen mit denen hier unterhalten. Wenn ich darf, ihr wecktet meine Neugier wegen Braddock. Ihr kennt euch von früher? Edward war einst einer von uns. Und er war ein guter Freund von mir. Er war tapfer und kühn wie kein Zweiter. Das änderte sich bei der Belagerung von Bergen auf Somme. Die Festung fiel an die Franzosen. Wir traten gerade den Rückzug an. Am Hafen war ein Boot versteckt, mit dem wir die Flucht antreten wollten. Als wir uns näherten, kam ein Mann mit seiner Familie auf uns zu und bat uns, ihn mitzunehmen. Ich will dich da ein. Doch Edward widersprach. Der Mann nannte ihn einen Feigling und Edward brachte sie alle um. Sogar die Kinder. Bis heute weiß ich nicht warum. War das seine erste Gräueltat? Oder hatte ich es einfach nie gesehen? Wie auch immer. Danach war es nie mehr wie früher. Wir zogen noch ein paar Male gemeinsam in den Kampf, doch jedes Mal wurde es schlimmer mit ihm. Tötete. Freund oder Feind, Zivilist oder Soldat, schuldig oder unschuldig. Es war ihm gleich. Sobald jemand mit im Weg stand, musste er sterben. Er beharrte darauf, dass Gewalt die wirksamste Lösung sei. Es wurde sein Mantra. Es war mir das Herz. Das ahnte ich nicht. Er versteckt es gut und schüchtert jeden gewaltsam ein, der ihm auf die Schliche kommt. Wer nicht schweigt, den trifft alsbald
Wir sollten ihn aufhalten. Ihr habt wohl recht. Doch ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er noch zur Einsicht gebracht und gerettet werden kann. Ich weiß. Es ist sehr töricht, zu glauben, dass ein solcher Missetäter sich ändern könnte. Ich wollte euch nicht betrügen. Es tut mir sehr leid, dass ich davon anhänge. Unsinn. Wir sind jetzt Brüder. Zwischen uns gibt es kein Geheimnis. Oh, cool. So. Ich sage Bescheid, sobald ich etwas weiß. Nur eine Frage an euch. Warum Medizin? Ich sollte wohl sagen, für das Wohl meiner Mitmenschen, oder? Dass ich diesen Weg wählte, weil ich höhere und edlere Ziele hatte. Ist es denn etwa nicht so? Vielleicht. Doch das hat mich nicht geleitet. Nein. Es war ein weniger abstrakter Grund. Ich mag ihn. Es gibt andere Wege zum Reichtum. Ja, doch welche Ware ist teurer als das? Nichts anderes ist so wertvoll. Nichts so heiß begehrt. Und kein Preis ist einem Menschen so hoch, wenn ein abruptes Ende vorsteht. Grausame Worte, Benjamin. Doch sie sind wahr. Ihr habt doch einen Eid geleistet, oder nicht? Ich befolge den Eid, doch diktiert er nicht den Preis. Ich verlange eine Kompensation, faire Kompensation. Und wenn Sie nicht die Mittel haben? Dann gibt es andere, die Ihnen helfen können. Gibt der Bäcker einem Bäcker sein Brot umsonst? Fertigt der Schneider Kleider für Frauen an, die sie nicht bezahlen können? Na, warum sollte ich? Ihr sagtet es selbst. Nichts ist so wertvoll wie das Leben. Genau. Umso mehr ein Grund dafür zu sorgen, dass man es sich muss. Oh, alles nur so böse Männer. Bisher habe ich noch nichts Neues. Ihr werdet der Erste sein, der es erfährt. Okay, gut. Dann denke ich mal, beende ich diese Aufnahmesession, weil ich jetzt genug habe, um noch ein bisschen was machen muss. Also, ich hoffe, es war heute nicht zu langweilig. Meine Erzählerstimme ist schrecklich. Ich habe das einfach, glaube ich, nur vorgelesen und sogar noch sehr schlecht mit Komma und sowas übersetzt. Aber, naja, immerhin haben wir alle Aussichtspunkte, außer ihr findet das sehr langweilig. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis dann. Tschö.